Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Community Matches. Heute hier in der zweiten Folge der neuen Season und heute ja mit einem kleinen Special, kann man an dieser Stelle schon mal sagen, denn wir haben zwar rechts unten in Rot gespawnt als Terraner Vostok. Ich weiß nicht, ob man ihn so ausspricht, mache ich jetzt einfach mal, aber oben links in Blau gespawnt als Protoss ist uns allen auf diesem Kanal bekannt, unter Ausrufezeichen Idiot in meinem Twitch-Chat zu finden. Es ist ein Blau als Protoss-Spawn, habe ich doch schon gesagt. Zarok! Ja, er hat mal ein Replay eingeschickt, tatsächlich mehrere. Aber ich habe mich dazu entschieden, hier das erste Mal zu casten. Hat Zarok sich ernsthaft hier den Skin gekauft? Die sehen so anders aus, oder? Ich glaube, er hat sich die Battle Chest gekauft. Kann das sein? Ich glaube, ja. Interessant. Wir sehen ihn also heute hier in diesem Replay und ich werde natürlich hier ganz viel an ihm rumkritisieren, so wie ich es kann, solange er noch nicht dabei ist. Das Ganze findet statt in der Goldliga. Zarok hat es ja tatsächlich in die Goldliga geschafft. Wer hätte das jemals gedacht? Er glaube ich selber nicht. Ich schon mal gar nicht. Nein, das stimmt nicht. Ich habe immer an ihn geglaubt. Ununterbrochen. Auch wenn er mich manchmal ein wenig in den Wahnsinn treibt in StarCraft 2. Aber naja, wir werden uns also heute mal sein Spiel anschauen und ja, ich denke, dass wir so in ein, zwei Folgen, oh, was macht er denn hier jetzt, die zwei Probes runter, das geht ja mal gar nicht, in ein, zwei Folgen das Ganze nochmal mit weiteren Replays machen werden, während er dabei ist. Wir wollen ja eigentlich auf seinem Kanal so eine kleine 1 gegen 1 Serie starten, um dort so ein bisschen an seinen Spielstil zu feilen. Jetzt hat er gemerkt, dass er hier übrigens zwei Probes ausgeschieden hat, dritte Probe ja noch vom Scouten unterwegs, also das ist nicht so ideal, hat hier gepeilt im Block, das macht man übrigens nicht gegen den Terraner. Gegen den Terraner ist das eigentlich Quatsch, denn er könnte einfach die Echse daneben bauen oder eben auf dem Highground die dann rüberfliegen, also an dieser Stelle schon mal Hinweis, macht man nicht. Also kann man gegen den Zerg gut machen, gegen den Protoss, ja, könnte man auch, allerdings muss man natürlich immer dran denken, dass man diese 100 Mineralien investiert hat und wenn der Gegner diese 100 Mineralien in einen Stalker investiert hat, gut, der kostet ein bisschen mehr, ist klar, aber der Weg dahin ist schon mal geebnet, dann kann man eigentlich an dem Shot sterben, an dem einen Stalker, den man weniger hat. Naja, wir sehen auf jeden Fall, der Gegner ist jetzt auch nicht der allerbeste, baut nämlich jetzt erst das Orbital, das ist ein bisschen spät, würde meinen Bau und wir sehen hier die, den Reaktor. Jetzt geht der Marine nach vorne, räumt hier den Pylon ab und dann wird er wahrscheinlich danach Echsen. Zarok also jetzt mit der Echse deutlich vorne. Krodo boostet hier den Adepten raus, also wenn wir mal ehrlich sind, wenn hier ein Reaper-Opening gewesen wäre, ne? Zarok, dann wärst du tot. Denn der Reaper wäre da und ja, also wir sehen hier, der Reaktor ist jetzt quasi schon durch, also das heißt, der Reaper, der wäre auf jeden Fall auch schon auf dem Weg und ich denke, er wäre früh genug da gewesen, um hier den Adepten schon mal unter Druck zu setzen, aber naja, war ja hier nicht der Fall, wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass hier ist kein Master League Match, das heißt, beide machen Fehler und ja. Das wird man in diesem Spiel natürlich auch sehen. Wir sehen übrigens auch, dass er oben jetzt hier 19 Worker hat. Also sollte gleich mal dringend schon mal 3 Worker abziehen. Ich bin gespannt, ob er das macht. Hat er den Adepten dorthin gestellt? Wahrscheinlich, weil er hier Angst vor dem Reaper hat, der hier hochspringen kann. Das kann er natürlich. Kann allerdings genauso hier hochspringen oder mal eben in die Natural rennen. Wir haben auch noch nicht den Mothership Core. Der ist jetzt erst angefangen. Und auf der anderen Seite sehen wir zwei Cyclones. Also Cyclone Pressure, Marine Cyclone Pressure kann man spielen. Kann man eigentlich sogar ganz gut spielen. Widowmind finde ich hier gut von unserem Gegner. Ich sage jetzt schon unserem Gegner, vom Gegenspieler von Zarok natürlich, denn das fängt so ein Oracle sehr gut ab und killt es auch und ich denke in der Goldliga wird es das auch in jedem Fall killen, denn ich glaube nicht, dass darauf geachtet wird, dass man nicht eben in die Widowmine fliegt, das kann ich ja nicht mal in der Diamantliga, also ich sterbe da auch immer regelmäßig dran mit meinen Oracles und ich glaube in der Goldliga ist es dann noch ein bisschen sicherer. Wir können ja mal gerade mal eben, weil es Spaß macht, auf die APM schauen, finde ich gar nicht so schlecht, was ihr beide haben, also über 50 APM auf jeden Fall beide unterwegs. Ist natürlich kein Wert, auf den man jetzt unbedingt richtig stolz sein kann, aber für die Goldliga finde ich das schon durchaus angemessen. Da kann man ein solides Makro-Play hinbekommen und man haut halt eben nicht komplett auf die Tasten. Und ich denke, dass wenn es in den Fight gehen wird, da das Ganze nochmal ein bisschen ansteigt. Und in dem Fight, da werden wir wahrscheinlich einfach Storm sehen bei Zarok. Der rusht hier gerade hoch, hat kaum Einheiten. Also wenn wir mal auf den Unit-Count schauen, sehen wir, er hat nur 2 Adepten und einen Mothership-Core. Also wenn der Gegner einen frühen Push gemacht hätte, was durchaus sein kann. Denn wir dürfen nicht vergessen, er hat hier keine Echse gehabt. Hat hier Einheiten gebaut. Allerdings das Ganze ja ein bisschen spät jetzt insgesamt. Und noch nicht so zielgerichtet. Denn jetzt fängt er zum Beispiel Stim an, während er mit diesen Einheiten schon mal einfach rüberrennen könnte. Wenn zum Beispiel einfach diese 3 Cyclones rüberfahren,
fahren würden, dann nehmen die locker die Adepten raus und müssen dann mal eben abwarten, bis der Photon Overcharge abgelaufen ist. Gut, er hat jetzt inzwischen 2 Photon Overcharges zur Verfügung, aber danach sieht es düster aus. Also der Gegenspieler hätte hier auf jeden Fall Druck ausüben können und damit ordentlich Schaden machen können. Sehen wir aber an dieser Stelle nicht, beide hier relativ vorsichtig unterwegs und, weil eben Zarok dadurch früh geäxt hat, unser Gegenspieler nicht und beide vorsichtig sind, ist es ein Riesenvorteil hier für Zarok gerade. Sehen wir 1700 zu 1200. Jetzt entscheidet sich sein Gegner zu pushen mit 5 Cyclones. Interessant. Aber ich denke, bis er da ist, ist sogar fast schon Storm durch. Zarok hat hier die ersten 2 High Templar auch schon am Start. Storm natürlich gegen Cyclone jetzt nicht das Allergeilste, wenn wir ehrlich sind. Also da würde man sich eher ein paar Immortals wünschen oder so. 3 Gateways kommen jetzt dazu. Insgesamt hat er aktuell 3 ausgeklappte und ein fertiggestelltes Gate, was er hoffentlich noch gleich ausklappt. Ich denke, wenn er da gleich einfach Adepten mit warpt und eben dann auf den Einsatz seines Storms hofft, zusammen mit einem Overcharge sollte das eigentlich locker zu clearen sein. Die Cyclones sind natürlich immer gefährlich. Da muss er aufpassen, dass er hoffentlich jetzt früh genug den Storm setzt. Das macht er auch hier. Gut, also wir sehen auch Cyclones nehmen Schaden von Storm. Zwar nicht so viel wie hier zum Beispiel Marine, aber immerhin. Overcharge jetzt gezündet, ein bisschen spät für meine Verständnisse, aber ging noch und hat ihn auch vertrieben. Erster Cyclone ist jetzt tot. Hier unten wird übrigens gemeint, viel Gas, was hier der Terraner meint. Gut, er hat natürlich auch Cyclones immer noch im Bau gehabt. Gerade eben haben wir die nächsten 2 hier über die Map fahren sehen. Aktuell baut er leider keine mehr, aber das ist mehr eine Frage des Makros als eine Grundsatzfrage, so wie es gerade aussieht. Nochmal schön, dass Storm hier die... jetzt pullt er die Probes. Warum pullt er die Probes? Das hätte er nicht machen sollen. Schick deine Probes zurück zum Arbeiten, Zarok. Und jetzt Move Commandet ihr einfach wieder durch die Gegend. Das macht Zarok übrigens gerne. Da muss er ein bisschen aufpassen. Wenn er schon Move Commandet, dann muss er schleunigst aus der Range der Einheiten raus. Aber Zarok läuft doch gerne mal mit seinen Einheiten ein bisschen durch die Gegend. Das ist auf jeden Fall was ich ihm noch als Tipp mitgeben kann. Habe ich auch in unseren letzten 2 gegen 2 Matches gesehen. Oh, sehr schön. Peiden hier gefokust übrigens von Vostok. Da wird kein Overcharge mehr. Und warum pusht er jetzt nicht? Jetzt kann er Schaden machen, solange eben kein Overcharge verfügbar ist. Und das sehen wir hier. Die Adepten fallen, aber Vostok. Auch er will viel Move commanden, will ein bisschen zu viel Micron. Manchmal ist es halt ganz gut, einfach zu schießen, anstatt so viel zu Micron. Das war natürlich allerdings jetzt genau richtig im Photon Overcharge, sollte man nie fighten. Aber gerade eben wäre es auf jeden Fall möglich gewesen, dort eigentlich komplett durchzupushen. Jetzt allerdings Stalker. Da Stalker nicht so geil gegen Cyclones. Das merkt, glaube ich, Zarok auch gerade. Sehr schöner Fokus hier nochmal auf den High Templar. Da hat er einfach Move Command. Oh, hier Micro von Vostok. Allerdings schickt er ihn gleich wieder rein. Und damit sollte er jetzt eigentlich auch gleich tot sein. Nein, Zarok Micro halt auch überhaupt nicht. Er mit dem Attacken unterwegs, aber der reicht. Der reicht hier aus, um erstmal Vostok zurückzutreiben. Währenddessen makrotechnisch Zarok ein bisschen überfordert, beides gleichzeitig zu machen. Ist scheinbar für ihn noch ein bisschen anstrengend. Wir sehen auch hier Chronoboost auf ganz viele Dinge, die aktuell nichts erforschen. Also ich hoffe, dass er gleich mal wieder ein bisschen was warpt und vielleicht sogar eine dritte nimmt. Der hat jetzt den Push eigentlich sehr, sehr gut abgewehrt. Hat er Charge erforscht? Hat er sogar. Gute Sache. Also sobald man natürlich Adepten-Upgrade erforscht hat gegen den Terraner, ist eigentlich Charge die richtige Wahl. Das kann man immer mal gut mitmachen. Und gegen so eine Situation hier, gegen Cyclone, sind eben Zealots mit Charge echt gut, weil sie kommen schnell ran und können das dann schnell rausnehmen. Wir sehen bei Vostok übrigens die dritte jetzt, nachdem man die Natural hier relativ spät genommen hat. Ist auch viel zu viel Energie darauf und keine Worker im Bau. Aber nachdem er eben die Natural zu spät genommen hat, ist er jetzt der Nächste, der hier aggressiv äxt. Zarok allerdings möchte dem nichts nachziehen. Baut hier auch die Äxte. Er weiß übrigens fast nichts. Das muss man ganz klar sagen. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass er gesehen hat, welche Einheiten der Gegner da reinschickt. Aber wenn jetzt eben ein Hidden Cloak Banshee-Tag gekommen wäre, dann hätte Zarok ein Problem. Er hat nicht mal eine Robo. Er hat zwar Forges, aber keine Cannons. Er hat dann wieder gesagt, oh, blödes Spiel, Blizzard, blöde Einheiten, ich bin nicht schuld. Aber an dieser Stelle müsste man natürlich sagen, gegen den Cloak Banshee hätte er aktuell wenig Chancen gehabt und hätte viele, viele Worker verlieren können. Die Banshee kommt aber nicht. Es kommt hier, naja, Standard kann man jetzt auch nicht gerade nennen von Vostok, denn er bleibt hier immer noch auf den Cyclones. Sollte langsam feststellen, dass die Zeit der Cyclones jetzt abgelaufen ist. Stim, Bio, am besten Marauder sind an dieser Stelle schon deutlich besser. Jetzt hat er die vierte Base. Boah, Double Expansion, das ist mutig. Aber er ist vorne im Spiel und er ist in der Situation, dass er beide Bases nehmen kann, tatsächlich, muss man sagen. Ich hoffe, dass er das nicht in jedem Spiel macht. Denn wenn das Spiel ein bisschen umkämpfter ist, wenn er am Anfang das Early Game nicht so stark dominiert, wie es in diesem Spiel aktuell der Fall war, dann ist es doch sehr, sehr riskant. Wobei es kann natürlich auch ein Move sein, der einen dann vom hinten sein wieder nach vorne wirft. Aber wenn das Spiel eben sehr ausgeglichen ist, dann ist das eine sehr, sehr mutige Entscheidung. Ist es aber ja aktuell nicht. Wir sehen im Supply ist Zarok gar nicht so weit vorne, wenn wir mal ehrlich sind. Aber er hat halt
Zellitz mit Charge und er hat Storm. Storm gut gegen die Marines natürlich und Zellitz mit Charge sind einfach genial gegen Cyclones. Cyclones haben zwar 180 Hitpoints, aber ein Zealot allein hat auch schon 150, ein Stalker hat 160, also es ist eigentlich nicht so viel und gegengeheilt werden können sie eben auch nicht von den Medivacs. Die Zealots Charge jetzt hier ran, er hat leider zwischendurch wieder gemove-Commande, damit der Charge unterbrochen, muss er da auch ein bisschen aufpassen. Zu viel Micro ist immer nicht gut, manchmal muss man einfach draufhauen und das macht er jetzt gerade. Schön, dass Round hier auf die Cyclones, kein Micro bei seinem Gegenspieler, wobei viel zu Micro gab es dann an dieser Stelle auch nicht. Das ist einfach zu viel hier und ist eben auch die richtige Einheitenkombination, die hier am Start ist. Jetzt müsste Zarok eigentlich durchpushen, entscheidet sich darauf, hier den sicheren Schaden in der dritten zu nehmen, aber an dieser Stelle muss man nochmal darauf hinweisen, Zarok, bei einem Terraner, also es gilt vor allem für einen Terraner, bei einem Zerg wäre das jetzt okay. Also eigentlich eine gute Wahl gewesen, hier drauf zu pushen. Hier ist übrigens der Föhn, nur weil da immer drauf hingewiesen wird. Oder ich da mal mit Zarok eine Diskussion drüber hatte. Bei einem Terraner ist es immer gut, so schnell wie möglich in die Eco, nicht in die Eco, sondern in die Production zu kommen. Denn das ist natürlich der einzige Bereich, wo er eben weitere Einheiten bauen kann. Bei einem Terraner ist es tatsächlich zwar okay, eine Eco-Line zu harassen, natürlich, aber der Fokus sollte auf der Eco-Line, nicht auf der Eco-Line, sondern eben auf der Production liegen. Denn ein Terraner kann sich immer noch mal retten mit Mules. Wenn allerdings die Production rausgenommen wird, dann baut er erstmal 5 Minuten keine Einheiten. Und das ist das, was dort erreichen werden sollte. Übrigens auch eine Information nochmal, Zarok. Du solltest dringend dran denken, einen Observer mit in deine Armee zu nehmen. Wir sehen aktuell nur eine Widowmine. Das hätte hier ganz anders ausgehen können, wenn hier mehrere Widowmines gewesen wären. Oder eben der Clock Bench Attack, den ich ja schon früher im Spiel angesprochen habe. Jetzt schießen allerdings alle Einheiten hier alles zu Brei. Storm ist nochmal schön gesetzt. Stormt mehr seine eigenen Einheiten als den Gegner. Aber das kennen wir ja, sonst macht er das immer bei meinen Einheiten. G gecallt von Vostok und damit ist das der Sieg für Zarok, der übrigens währenddessen 3000 Mineralien auf der hohen Kante hat. Also makrotechnisch ist da noch ein bisschen Luft nach oben, muss man ganz klar sagen. Aber wenn wir das Decision-Making uns anschauen bei Zarok, dann ist das schon deutlich, deutlich besser, als wir das beim letzten Mal gecastet haben. Er hat eine relativ solide Vorstellung davon, was er in dem Spiel nacheinander aufbauen will. Erst Adepten mit Upgrade, Into Storm und Zealot Charge. Das ist auch eine gute Arbeit, Armee-Composition gegen einen Terraner. Kommt ein bisschen darauf an, wenn extrem viele Widowmines da sind oder Ghosts, dann ist die Wahl da langsam ein bisschen fraglich. Da muss man vielleicht auch mal droppen, was der Zarok irgendwie, glaube ich, gar nicht macht tatsächlich, mit einem War Prisma mal. Oder eben auf Kolosse gehen und so ist auch eine schöne Sache. Aber vom generellen Aufbau war das hier relativ gut. Bisschen fraglich ist die fehlende Information, die Zarok hat. Also da ist noch Verbesserungspotenzial. Einfach mal einen Observer bauen, vorne reinschicken, macht er im 2 gegen 2 ja auch. Er schaut dann nur nie drauf, so fällt sich drauf, dass ich sage, oh, da ist was oder nicht. Aber er baut immerhin den Observer und schickt ihn dahin. Das ist allein schon mal ein guter Schritt, den sollte er auf jeden Fall auch, oder solltest du, ich spreche dich jetzt mal direkt an, Zarok, solltest du auch in deine 1 gegen 1 Matches mit einbauen. Und eben zumindest den Robotech haben, ne? Denn wenn da mal eine Cloakbench aufkommt, dann kannst du einfach mal einen Observer bauen und musst nicht erst noch die Robo vorstrecken und währenddessen alles verlieren. Das ist schon ganz schlau, gerade gegen einen Terraner. Allerdings möchtest du das eigentlich gegen alle Rassen haben. Gegen Protoss, wenn da die Tees kommen, bist du noch schneller tot als bei einer Cloakbench. Und bei einem Zerg, wenn da ein paar Lurker sind, weißt du ja, wie das endet. Das hast du ja schon oft genug überlebt. Überlebt eigentlich nicht, erlebt. Überlebt leider meist nicht, wenn Lurker auf dem Spielfeld waren. Ja, aber man hat auf jeden Fall guten Fortschritt gesehen. Noch ein weiterer Bereich, den man ansprechen muss, ist natürlich das Makro. Vor allen Dingen während der Fights, also das Multitasking da gleichzeitig zu makronen und vorne zu oder hinten zu verteidigen, vorne an der Natural, ist ein bisschen schwer, glaube ich, noch. Aber das ist ganz normal in der Goldliga. Man sieht auf jeden Fall einen ordentlichen Fortschritt, den wir hoffentlich mit unserer 1 gegen 1 Serie dann irgendwie noch weiter vorantreiben können. Ja, an dieser Stelle war es das für die heutige Folge. Nein, das ist die falsche Dings. Schöne Gardine habt ihr da nochmal gesehen. Das war's für euch. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf diese Folge klicken. Unten rechts ein anderes Projekt von mir. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.